Zu 70% wirksam gegen Covid-19, zu 94,5% wirksam, sogar zu 95% wirksam. So melden das die Pharmafirmen. Und in der Tat, die ersten Corona-Impfstoffe sind eine bemerkenswerte Forschungsleistung und machen große Hoffnungen im Kampf gegen Covid-19. Doch diese vielversprechenden Zahlen erzählen nicht die ganze Geschichte. Bis jetzt ist unklar, ob die Impfstoffe die Pandemie auch stoppen können. Die ersten Impfstoffe haben also vorrangig ein Ziel: den Ausbruch der Krankheit Covid-19 zu verhindern oder deren Verlauf zumindest abzuschwächen. Und auch nur genau darauf beziehen sich die veröffentlichten Wirksamkeitsdaten von bis zu 95%. Ob ein Impfstoff aber auch Übertragungen verhindern und damit die Pandemie stoppen kann, ist eine andere Frage. Und um die beantworten zu können, müssen wir uns anschauen, wie die Impfstoffe funktionieren. Aus dem Coronavirus SARS-CoV-2 wurden die Erbinformationen für das sogenannte Spike-Protein isoliert. Das ist eine Oberflächenstruktur. Dieser Bauplan wird bei den aktuellen Impfstoffen entweder direkt als mRNA verwendet oder in ein Vektorvirus integriert. Das Präparat wird dann in einen Muskel gespritzt, am Arm zum Beispiel. Zellen nehmen diese Erbinformationen auf und bauen anhand des gelieferten Bauplans das Spike-Protein des Virus nach. Diese Virusbauteile allein sind ungefährlich, verursachen aber eine Reaktion von Immunzellen. Manche entwickeln sich zu Gedächtniszellen, andere bilden Antikörper. Die Corona-Impfstoffe der ersten Generation aktivieren also vor allem das systemische Immunsystem in unseren Blutbahnen. Doch was passiert, wenn man nach der Impfung Kontakt mit dem Virus hat? Die Gedächtniszellen veranlassen eine Immunreaktion und Antikörper binden sich an das Virus. Der Erreger wird also blockiert und kann sich nicht mehr weiter vermehren. Da unsere Lunge als Organ eine direkte Verbindung zu den Blutbahnen hat und so gut vom Immunsystem überwacht wird, sind die unteren Atemwege nach einer Impfung geschützt. Allerdings ist unklar, was zu diesem Zeitpunkt an anderer Stelle passiert. Also da, wo das Virus in den Körper eintritt, in der Nase und im Rachen. Hier bei den Schleimhäuten könnte sich das Virus in den oberen Atemwegen trotz Impfung eventuell weiterhin vermehren. Es könnte also möglich sein, dass eine geimpfte Person zwar nicht an Covid-19 erkrankt, sich aber trotzdem mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert. Weil in diesem Fall sich das Virus wohl nur in den oberen Atemwegen vermehrt, wäre so ein Mensch wahrscheinlich weniger stark und auch weniger lang infektiös als eine Person ohne Impfung. Aber wir können bis jetzt nicht ausschließen, dass auch geimpfte Personen andere Menschen mit dem Virus anstecken. Selbst wenn die Geimpften keine Corona-Symptome zeigen. Das Problem? Die Pharmaunternehmen haben zu diesem Phänomen bisher schlicht keine Daten veröffentlicht und es wird in den Studien auch nur eingeschränkt untersucht. Was bedeutet das für die Pandemie? Bis jetzt geht man davon aus, dass im Schnitt jeder Infizierte 3 weitere Personen ansteckt. Das gilt so lange, wie keine Schutzmaßnahmen wie Maske oder Abstand befolgt werden. Geimpfte Personen werden das Virus wohl deutlich seltener weitergeben. Ob sie im Schnitt dann zum Beispiel nur noch eine Person anstecken oder noch weniger, ist bis jetzt unklar. Doch vermutlich wird sich das Virus erst einmal weiterhin verbreiten. Wenn die Pharmafirmen sagen, dass ihre Impfstoffe bis zu 95% gegen Covid-19 wirksam sind, muss man wissen, dass 2 wesentliche Faktoren dabei nicht beachtet werden. Erstens ist unklar, ob die Impfstoffe Übertragungen des Virus verhindern können. Und zweitens, wir wissen bis jetzt nicht, wie lange die Schutzwirkung der Impfstoffe überhaupt anhält. Schaffen wir es trotzdem, die Pandemie durch Impfen zu stoppen? Um das abschließend beantworten zu können, fehlen noch entsprechende Daten. Aber es gibt schon diverse Berechnungen und Simulationen und die wollen wir uns vereinfacht anschauen. Grundsätzlich geht man davon aus, dass 60-70% der Bevölkerung gegen das Virus immun sein müssen, um Herdenimmunität zu erreichen. Und vermutlich sind viele Menschen durch eine überstandene Infektion vorerst immun. Wie viele das genau sind, hängt stark von der jeweiligen Region ab und dem bisherigen Infektionsgeschehen dort. Wenn wir annehmen, dass bis zu 20% vorerst immun sind, würden also 40-50% einen Schutz durch Impfung brauchen. Diese Berechnung setzt allerdings eine 100%ige Immunität voraus. Weil vormals Infizierte vielleicht irgendwann ihren Schutz verlieren und auch manche Geimpften das Virus doch weiter verbreiten, müssen wohl mehr Menschen, also 55-70% geimpft werden. Erst dann kann man das Virus vielleicht stoppen. Ob das klappt, hängt allerdings von einer entscheidenden Frage ab. Wollen sich überhaupt so viele Menschen impfen lassen? Genau das wurde Anfang November in der Schweiz gefragt.
Dabei gaben 54,5% der Befragten an, sich unter bestimmten Bedingungen impfen lassen zu wollen. Die übrigen wollten erst einmal abwarten oder sich nicht impfen lassen. Es ist also nicht sicher, ob die bisherige Impfbereitschaft in der Schweiz ausreicht, um das Virus zu stoppen. In Deutschland sieht die Konstellation etwas anders aus. Bei einer Umfrage im November gaben 68% an, sich auf jeden Fall oder vielleicht impfen lassen zu wollen. Die übrigen eher oder sicher nicht. Die Impfbereitschaft ist hier also höher. Allerdings sind in Deutschland bis jetzt wohl weniger Menschen schon durch eine überstandene Infektion immun. Und so müssten voraussichtlich auch mehr Menschen geimpft werden. Es könnte also noch etwas dauern, bis wir das Virus weitgehend gestoppt haben. Und so gilt, auch wenn die Ersten schon geimpft sind, wird Maske tragen und Abstand halten vorerst eine wichtige Hilfe bleiben, um die Pandemie in Schach zu halten. Das alles ändert aber nichts daran, dass schon die ersten Impfstoffe ein sehr wichtiger Schutz sind. Und wir mit ihnen schwere Krankheitsverläufe und tausende Todesfälle verhindern können. Und es gibt noch eine weitere Hoffnung. Forscher arbeiten bereits an der nächsten Impfstoffgeneration. Bei Dromedaren haben sie mit dieser neuen Methode einen fast kompletten Übertragungsschutz hinbekommen gegen ein anderes Coronavirus. Diese Impfstoffe werden per Nasenspray verabreicht und das hat einen entscheidenden Vorteil. Der Mensch hat nämlich noch ein zweites Immunsystem, direkt in den Nasenschleimhäuten. Die neue Impfstoffgeneration sorgt dafür, dass direkt an den Schleimhäuten Gedächtniszellen und spezielle Antikörper gebildet werden. So entsteht hier ein eigenes Immungedächtnis. Und nicht nur das. Gleichzeitig bildet sich im Körper auch ein systemisches Immungedächtnis. Also jenes, das auch von der ersten Impfstoffgeneration aktiviert wird. Die zweite Impfstoffgeneration könnte das Virus also direkt nach dem Einatmen in den Schleimhäuten stoppen. Es käme nirgendwo im Körper zu einer Infektion und die Person wäre wirklich immun. Diese zweite Impfstoffgeneration könnte die Ansteckung von anderen eventuell komplett verhindern.